Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist soweit, ich hatte Geburtstag und hatte ein wirklich schönes, also ich habe viele schöne Geschenke zum Geburtstag bekommen, aber eins, das ich ganz besonders finde und für das ich jetzt dieses Video gedreht habe. Und zwar hat mir eine sehr liebe und gute Freundin von mir ein Bokuboli-Brett nach meinen Wünschen und Vorstellungen erstellt. Und wenn euch interessiert, wie dieses Brett im Einzelnen aussieht, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich werde euch gleich im Anschluss an mein Spiel-Ich verweisen und Entschuldigung, in diesem Modus werde ich euch mein wunderschönes Spielbrett genauer erklären, bevor es dann ja beim nächsten oder im nächsten Video eine Spielrunde geben wird. Was kann ich im Vorfeld zu dem Spielbrett sagen? Ja, ich bin auf jeden Fall angefixt worden von den ganz vielen Bokuboli-Formaten, die es an BookTube gibt, und dann hatte ich irgendwann im letzten Jahr diese Figur plötzlich gehabt. Ja, und dieser kleine Schlaubi-Schlumpf mit dem Bücherstapel, ja, hat in mir den Wunsch geweckt, jetzt möchte ich doch ein eigenes Bokuboli-Spielbrett haben. Und ich bin auf die Suche gegangen, weil ich jetzt nicht so, ja, handwerklich begabt bin, dass ich auf einem Stück Pappe mir ein Spielbrett hätte erstellen können. Und habe tatsächlich herausgefunden, dass es auch die Möglichkeit gibt von Blanko-Spielbrettern, und habe meine sehr liebe und sehr gute Freundin gefragt, ob sie mir bei der Erstellung helfen kann, weil ich bin, ja, motorisch nicht so gut aufgestellt, um gerade Linien zeichnen zu können. Die wären bei mir immer schief und deswegen wollte ich halt Unterstützung haben. Und sie hat gesagt, Mensch, das ist eine sehr gute Idee, ich helfe dir gerne und schenke dir das Spiel dann aber fertig zum Geburtstag. Und jetzt hatte ich Geburtstag und habe dieses wunderschöne Spiel bekommen. Genau. Im Vorfeld habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht über die einzelnen Felder. Das werdet ihr auch gleich alles sehen. Und ich habe mir auch dahingehend Gedanken gemacht, dass ich das nicht total ernst und total steif machen möchte, dass ich da jetzt auch nicht sage, ich kann erst wieder was anderes lesen, wenn ich diese erspielte Liste abgearbeitet habe. Nein. Da bin ich trotzdem noch flexibel und mal gucken, wie es läuft. Und ich werde auch erst weiterspielen, wenn ich vielleicht die Bücher gelesen habe, wann auch immer das sein wird. Also es muss jetzt nicht alles im Januar, Februar stattfinden. Ja, also da möchte ich mir selbst keinen Druck erstellen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit dem Spiele-Ich. Nun möchte ich euch gerne die einzelnen Spielfelder meines Bokuboli-Brettes vorstellen und gegebenenfalls auch näher erläutern. Ich nehme mal meine tolle Spielfigur, den Schlaubi-Schlumpf mit den Büchern, zur Hilfe. Und starte auf dem Feld los. So. Da fällt er schon um, der Schlaubi. Na. Mein erstes Feld wäre Thriller und Krimi. Ich glaube, dazu muss ich dann ja nicht so viel erklären. Ich denke, dieses Feld ist selbsterklärend. Das nächste Feld ist ein Aktionsfeld und hier hat mir meine liebe Freundin nach meinen Wünschen Aktionskarten angefertigt und die würde ich euch einfach mal schnell zeigen.
Das sind nämlich unter anderem alle Buchstaben des Alphabetes, versteht sich. Und sie hat mir auch erklärt, dass hier das Herz immer oben sein muss, damit ich auch erkenne, welchen Buchstaben sie hier in einer wunderschönen, verschnörkelten Schrift aufgezeichnet hat. Das wäre dann V. Ja, also wie gesagt, verschiedene Buchstaben. Ich mache das jetzt einfach mal ein wenig schneller. Das wäre zum Beispiel ein L, glaube ich. Das S erkenne ich. H. Dann wahrscheinlich ein C. Das, oh Gott. Ist das jetzt das Z oder F? Also, wie ihr seht, ich muss mich da auch noch ein bisschen einfuchsen, welcher Buchstabe welcher ist. Ich habe mir nämlich bei den Aktionskarten etwas gedacht, dass ich hier die irgendwann vielleicht auch immer wieder individuell anpassen kann. Beziehungsweise, wenn mir neue Dinge einfallen würden, dass ich die dann eben auf diesem Plättchen verewige oder verewigen lasse, damit der Stil eventuell gleichbleibend ist. Und ja, ich das dann quasi immer wieder so anpassen kann, wie ich möchte. Weil die Felder auf meinem Spielbrett, die sind ja jetzt fest. So, und jetzt kommen wir auch zu der nächsten Kategorie der Aktionskarten. Und zwar habe ich mir hier blau gewünscht. Wenn ich das dann ziehe, dann muss zum Beispiel das Cover blau sein oder die Schriftfarbe des Covers in blau. Ja, verschiedene Farben habe ich mir hier also ausgesucht. Dann gibt es ja auch Bücher, die auf ihren Covern Zahlen abgebildet haben. Das wäre dann auch so ein Buch, was ich mir dann aussuchen würde. Ich habe schon ganz viele Bücher, die Häuser auf den Covern abbilden. Dann habe ich jetzt von Stephen King an sich nur ein Buch auf meinem E-Book wieder, aber ich bin ja auch begeisterte Scooby-Leserin oder ich gehe auch gerne mal in eine Bibliothek. Und wenn ich zum Beispiel Stephen King ziehen würde und ich hätte mein eines Buch, das ich ja schon habe, schon gelesen, dann kann ich mir ja aus anderen verschiedenen Quellen eben ein anderes Stephen King Buch heraussuchen, weil ich den Autoren einfach mehr und mehr für mich entdecken möchte. Ebenso Ralf Isau ist einer meiner liebsten Jugendbuch- und Fantasy-Autoren, ja, schon aus meiner Kindheit. Aber ja, ich habe das Gefühl, Ralf Isau ist so in der Book-Bubble etwas unbekannt, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich seine Bücher einfach total toll finde. Ja, und da habe ich auch tatsächlich noch einige Bücher von ihm, die ich noch nicht gelesen habe. Dann kommen die Menschen, denke ich, auf Büchern ja sehr oft vor. Da fällt mir gerade ein, ich könnte ja auch als Erweiterung mal Tiere nehmen. Silber und Gold oder Silber und Gold oder Gold. Dann gibt es ja auch Cover, die glitzern. Grüne Cover, gelb oder weiß. Ja, das sind meine Aktionskarten und hier habe ich mir auch überlegt, damit es vielleicht auch ja, ein bisschen gerecht bleibt, dass ich dann Karten, die ich gezogen habe und erfüllt habe, dass ich die jetzt auch erstmal aus dem Spiel rausnehme, ja, damit die eventuell nicht, ja, doppelt gezogen werden. Oder was ich mir auch überlegt habe, dass ich vielleicht die Aktionsfelder wie bei einem richtigen Monopoly-Spiel nochmal mir ein zweites Feld da hinten hinzeichnen lasse und die Buchstaben von Zahlen, Farben und Autorennamen nochmal trenne, weil sonst kann es ja sein, dass ich dann mehr Buchstaben als alles andere ja, darin haben werde. So, Schlaubi, wir waren auf diesem Feld.
Das nächste Feld ist etwas schwer zu erkennen. Das soll aber Romance bedeuten, weil ich ja auch ganz gerne Liebesromane lese. Und ja, komme ich auf dieses Feld, lese ich halt ein Liebesroman. Dann ein Feld, was ich auch sehr gerne habe, Manga-Comic, je nachdem, was ich lesen möchte. Genau. Nächstes Feld ist ein Zufallsfeld. Ich habe derzeit meine ungelesenen Bücher in der Rido-App getrackt und da hat man mittlerweile auch die Möglichkeit, sich per Zufallsgenerator ein Buch auswählen zu lassen. Das würde ich dann in diesem Fall oder auch in diesem Feld, auf diesem Feld nutzen. Das nächste Feld ist das Klassikfeld. Ja, ich habe noch ganz viele gelbe Reklambüchlein bei mir auf den Sub und ja, mit diesem Feld könnte ich auch diesen Stapel mal abarbeiten. Das Feld freie Wahl sagt aus, dass ich mir hier einfach irgendein Buch so auswählen kann, wie ich möchte. Das nächste Feld ist ein ja, Fantasy-Buch dann. Und hier ist es generell, also bei fast allen Feldern ist es egal, ob ich mir hier ein Printbuch nehme oder eben ein E-Book, ob ich mich hier in der Scooby-App bediene, ob ich mich hier in der Bibliothek bediene oder ja, drüben aus meinem Bücherregal mir Bücher heraussuche. Daneben ist das Feld Jugendbuch. Auch davon habe ich viele Bücher, beziehungsweise würden mich auch viele Titel interessieren. Und hier, dieses Feld finde ich sehr spannend. Ja, entweder ich gucke mir eine Serie an, die auf einem Buch basiert, oder ich gucke mir eine Buchverfilmung an. Also ich gönne mir eine kleine Lesepause. Mal gucken, wie oft ich das Feld auch mal erwürfeln werde. Das nächste Feld ist ein Kinderbuch. Ob ich hier jetzt die Bilderbücher meines Kindes mit reinzählen würde, weiß ich nicht. Das muss ich dann mal gucken, wenn ich eben entsprechendes Feld einmal erwürfelt habe. Klein, aber fein bedeutet Bücher unter oder bis zu 200 Seiten, also Bücher mit weniger Seiten. Hier werde ich jetzt, denke ich, aber diese Kinderbücher, die ja kaum mehr als 32 Seiten haben, wahrscheinlich nicht mit rein nehmen. So, ich drehe einmal kurz das Spielfeld, damit es ein bisschen besser mit der Handhabung für mich ist. Genau. So. Dann hier auf diesem Feld würde ich ein Buch einer Autorin wählen. Auf dem Feld daneben, man sieht das schon, ein Autor. Und hier kommen wir auf das erste Scooby-Feld. Ich glaube, ich habe das Scooby-Feld noch einmal. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Werden wir ja sehen, wenn ich dann mit der Runde fertig bin. Ja, Scooby, ich hatte es ja schon erwähnt, ich lese sehr, sehr gerne Bücher auch über Scooby. Ich habe da eine Merkliste von, glaube ich, über 800 Titel. Ja, da sind aber unter anderem auch Kochbücher und Backbücher mit bei und Ratgeberbücher. Also da werde ich definitiv fündig werden und ja, was finden, wenn ich auf das Scooby-Feld lande. So, jetzt wird gelesen, bedeutet einfach, ich greife zu einem Buch, das ich eigentlich schon längst gelesen haben wollte, aber es immer wieder ja hinten runtergefallen ist, vergessen worden ist. Mit diesem Feld wird es dann mal in Angriff genommen und gelesen werden. So, dann komme ich hier wieder auf das Aktionsfeld, das hatte ich ja vorhin schon erklärt.
Dann habe ich hier die Mutprobe und die sagt aus, ich lese ein Buch außerhalb meiner Komfortzone, also ein Buch, bei dem ich aus irgendwelchen Gründen, sei es die Thematik, sei es vielleicht jetzt auch die Seitenanzahl, irgendwie Überwindung brauche, dieses Buch zu lesen. Auf dem nächsten Feld steht Zuhause und hier habe ich mir gedacht, dass ich Bücher lesen könnte, die entweder in meiner Stadt spielen oder in meinem Bundesland, wobei das bei mir ja ein und dasselbe ist, weil ich Berliner bin und daher Bundesland und Stadt ja hier das gleiche ist. Oder aber ich nehme ein Buch, das in Deutschland spielt. Also es muss dann nicht in Berlin sein, es kann auch, weiß ich nicht, in Bayern sein oder eben, ja, Hauptsache in Deutschland. Oder aber, also ihr merkt, ich bin da sehr flexibel mit meiner Definition. Oder aber die Autorin oder der Autor kommen aus Deutschland. Jetzt sind wir wieder an der Ecke angelangt und hier lese ich ein Buch aus der Bibliothek. Das kann sein, dass ich hier ein Buch aus der Onleihe ausleihe oder tatsächlich ein Printexemplar wirklich aus der Bibliothek ausleihe. Ja, da bin ich auch recht flexibel. So, und dann drehe ich mal wieder das Spielbrett. Schlaubi fällt wieder um. So, das nächste Feld ist das Weltreisefeld. Und hier lese ich einfach ein Buch aus einem anderen Land. Ja, entweder spielt die Handlung in einem anderen Land oder der Autor oder die Autorin kommen aus einem anderen Land als jetzt Deutschland. Genau. Die freie Wahl hatten wir schon einmal, brauche ich glaube ich nicht mehr viel dazu sagen. Das nächste Feld wäre Jahreszeit und hier würde ich ein Buch lesen, von dem ich mir gewisse Jahreszeiten-Vibes erhoffe. Zum Beispiel, ich greife einen Titel, weil der oder ich greife ein Buch, dessen Titel mir verspricht, dass es zum Beispiel im Sommer spielt oder das Cover verspricht, dass es ein Sommerroman werden könnte. Und dann greife ich einfach dazu und hoffe tatsächlich, dass dieses Buch dann auch die aktuelle Jahreszeit, in der wir uns gerade befinden, auch tatsächlich aufgreift. Also ich glaube nicht, dass ich im Sommer dann zu einem bewussten Weihnachtsbuch greifen werde. Das ist nicht damit gemeint, sondern wirklich die aktuelle Jahreszeit, in der ich mich befinde, wenn ich dieses Feld erspiele. Das Feld, ups, Schlaubi, Mensch, bleib doch mal stehen. Ja, wird für mich auch wieder sehr interessant, denn hier lese ich meinen letzten Neuzugang. Und hier denke ich, bin ich so flexibel, dass ich da keinen Unterschied mache, ob mein letzter Neuzugang ein Manga gewesen ist, ein Comic oder eben ja aus einem anderen Genre stammt. Wobei ich mir jetzt gerade überlege, dass ich ja die Manga-Comics und die anderen Bücher so ein bisschen getrennt voneinander tracke. Ich glaube, ich würde hier wahrscheinlich eher zu einer Ausgabe mit mehr Text als Bildern greifen, als dass ich dann zu einem Manga oder zu einem Comic greifen werde. Aber mal gucken, wenn es denn mal so weit ist. Dann habe ich hier wieder ein Zufallsfeld, wo eben der Zufallsgenerator mir ein Buch aussuchen wird. Das nächste Feld ist das E-Book-Feld. Und ja, das ist ja auch selbsterklärend. Das bedeutet, ich lese einfach wirklich ein E-Book. Das kann auch wieder über Skoobi sein, das muss nicht. Mal gucken. Ich habe ja auf meinen E-Book-Readern auch ja, einige Bücher zur Auswahl.
So, das nächste Feld ist jetzt auch nicht so überraschend neu, und zwar Wälzer. Ich muss hier noch gucken, was für mich die Definition von einem Wälzer ist. Ich glaube, so Bücher ab 450 bis 500 Seiten. Ab wann wäre denn für euch ein Buch ein Wälzer? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal schreiben. Das wäre für mich ja auch ganz hilfreich. Aber ich glaube, so 450 bis 500 Seiten, das denke ich, werden ganz viele ähnlich sehen. Ja, dann ein Buch, das schon ewig eben auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher sich befindet und deswegen eine Subleiche wäre. Ein Buch aus dem Non-Fiction-Bereich, das heißt, hier würde ich eine Biografie lesen oder aber auch einen Ratgeber. Ja, ich glaube, da gibt es ja gar nicht mehr ganz so viele Unterschiede. Was ich wahrscheinlich eher nicht dazu zählen würde, wäre ein Kochbuch oder ein Backbuch. Wobei auch das wäre ja mal interessant, wenn ich euch das vorstellen würde. So. Das ist ein Feld, auf das ich mich besonders freue. Mein Mann hat schon gesagt, na, hoffentlich erwürfelst du das nicht zu oft, weil hier würde ich mir einfach mal ein neues Buch kaufen. Ja, das wäre cool, aber ich glaube, das wird auch nicht so oft erwürfelt werden. Ja. Als nächstes haben wir das Mystery-Feld. Das sagt an, dass ich hier ein Buch aus dem Mystery-Genre nehmen würde. Daneben haben wir historisch. Bisher habe ich eigentlich eher weniger oder wenige historische Bücher gelesen, wobei ich glaube, historisch geht bei mir immer so ein bisschen eins zu eins ineinander über mit dem Romantischen. Da würde mich auch eure Meinung dazu interessieren. Wäre für euch historisch jetzt wirklich geschichtlich oder darf da eben auch eine Liebesgeschichte mit reinspielen? Was muss also vom Anteil stärker vertreten sein? Ja. Dann wieder eine Aktionskarte. Als nächstes würde ich tatsächlich zu einem Hörbuch greifen. Und hier ist dann wieder das Scooby-Feld. Genau, das hatten wir ja schon da drüben. Das nächste Feld ist ein Wohlfühlbuch. Also hier würde ich zu einem Buch greifen, von dem ich ausgehe, dass ich mich da absolut, ja, wohlfühlen werde. Das sind für mich meistens so, ja, die Historical Romance Bücher. Jetzt bin ich auch am Überlegen, historisch mit Historical Romance. Ich glaube, das lässt sich dann doch nicht so gut mischen. Aber ja, Wohlfühlbücher sind für mich meistens Historical Romance Bücher. Dazu würde ich greifen, wenn ich das erspiele. Und dieses Feld finde ich persönlich auch wieder sehr interessant, und zwar das Hype-Feld. Hier würde ich gucken, ob ich gerade ein sehr angesagtes Buch lesen kann, ob ich es mir extra kaufen würde, ob ich es mir irgendwo ausleihen kann. Oder es muss ja auch kein aktueller Hype sein. Es gibt ja auch Bücher, die, weiß ich nicht, vor 2 Jahren mal total gehypt worden sind. Und das würde ich dann lesen. So. Hier ist wieder das Manga-Comic-Feld. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Das letzte Feld ist nämlich der Entdeckergeist. Hier hatte ich mir gedacht, ich lese einfach mal etwas total Neues, um etwas Neues kennenzulernen. Vielleicht eine neue Autorin, einen neuen Autoren, einen neuen Verlag, den ich bisher noch nie auf dem Schirm hatte oder selten auf dem Schirm hatte.
Ja, oder keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es auch wieder so viele Dinge, die man da irgendwie mit rein definieren kann. Ja, da würde ich sagen, ich lasse mich einfach überraschen. So, dann bin ich jetzt am Ende meines Spielfeldes angekommen und bin wieder, ja, auf dem Losfeld gelandet. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick meines persönlichen Bokoboli-Feldes Spielbrettes gefallen. Und dann würde ich sagen, gebe ich wieder ab zu der anderen Ansicht von mir. So, willkommen zurück vom Spiele-Ich zu diesem Ich. Und ja, das war mein Spielbrett. Ich freue mich immer noch total sehr und ich freue mich immer noch total sehr. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, aktiv damit spielen zu können. Und das wird, denke ich, auch das nächste Video werden. Sagt mir gerne in den Kommentaren, welche Felder ihr bei eurem eigenen Bokoboli habt oder euch überlegen würdet. Ich finde diese Überlegung beim Vorfeld auch ja, gar nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Video und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss!